Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video. Heute geht es um die sehr wichtige Frage als Mage. Sollt ihr euch da für einen Stab oder für einen Zepter entscheiden? Bleibt dran und findet es heraus. Gestern war mal wieder eine Videopause. Gestern Vormittag dachte ich mir, hey, mache ich mal eine Radtour, weil irgendwas in Sachen Elektro gebaut wurde oder so. Und ich dachte mir, hey, if I make the Fiesta Online Video and then the Strom goes out and then my PC goes out, it is not so good. Also, ja, habe ich eine Radtour gemacht und mir ist aufgefallen, dass Radfahren echt mega viel Spaß macht. Das ist eine schöne Erkenntnis, Leute, denn zurzeit gehe ich in meiner Freizeit auch sehr gerne Stand-up paddeln. Das macht auch mega Spaß. Das kann man aber natürlich nur machen, solange die Saison ist, ja. Und da dachte ich mir, oh no, bald ist die Saison over und ich kann not Stand-up paddeln mehr, aber dann gehe ich halt Fahrrad fahren, was auch Spaß macht. Naja, so viel dazu. Also, Zepter oder Stab? Durchaus eine wichtige Frage. Vor allem natürlich für Mages unter Level 100. Über Level 100 hat sich die Frage dann auch praktisch erübrigt, weil wenn ihr eben diese Klasse, diesen Klassenwechsel macht, dann könnt ihr eben nur noch die eine Art nehmen. Ja, und ja, da kommen wir vielleicht auch noch zu, wo da vielleicht so ein paar Unterschiede sind. Joa, aber erstmal unter Level 100. Da unterscheiden sich Stab und Zepter wie folgt. Ein Zepter hat mehr Damage und eine höhere Crit-Zahl, wo man meinen würde, okay, I take the Zepter, it's the easy answer. It's the easy choice. No. Denn das Zepter hat dafür nicht so viel Genauigkeit. Ja, das Zepter trifft dafür theoretisch nicht so häufig. Wenn ihr viel Guess, also Geschicklichkeit auf eurem Equipment habt, ja, dann dürfte das schon wieder anders aussehen. Und deswegen nehmen viele auch ein Zepter, weil sie eh viel Gas auf ihrem Equipment haben und somit insgesamt wirklich deutlich mehr Schaden machen. Aber auch ein Stab ist nicht zu verachten. Denn ein Stab hat zwar weniger Schaden und weniger Crit, aber dafür mehr Genauigkeit. Und außerdem immer Int drauf als Stat, wenn es jetzt um eine Bosswaffe geht. Und ja, wobei sich da viele Leute streiten. Manche Leute sagen, Int und Stärke auf Equipment macht eigentlich kaum einen Unterschied in Sachen Damage. Und ich muss sagen, im Vergleich zu prozentualen Damage Boost durch den Premium Shop macht es wirklich kaum einen Unterschied. Weswegen sich die meisten für Ausgascon auf ihrem Equipment entscheiden, weil das irgendwie schon noch einen Unterschied macht. Naja. So, ja, also, ja, wenn ihr mehr Schaden machen wollt und viel Geschicklichkeit auf eurem Mage habt, dann ist das Zepter für euch die richtige Wahl. Wenn ihr vielleicht nicht so viel Geschicklichkeit habt, wenn ihr vielleicht eher Aus-Int auf eurem Equipment habt, was nicht so viel bringt, aber vielleicht entscheidet sich der ein oder andere trotzdem dafür, dann könnte der Stab die bessere Wahl sein, weil ihr dann öfter trefft. Es gibt auch noch, glaube ich, einen Unterschied in diesem Attack Speed Schrägstrich Cast Speed bei Zepter und Stab. Das ist aber ein schwieriges Thema, weil da geht es wirklich nur um so ein paar Millisekunden und ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich einen Unterschied gibt oder nicht. Habe ich nie ausprobiert. Müsste man mal probieren. Aber ich glaube zumindest, wenn man sich das durchliest, müsste da ein Unterschied sein. Also da müsste der Stab dann auch schneller sein. Aber bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste man nochmal gucken. Ja, so in Sachen Style, wir dürfen natürlich auch nicht den Style Boost vergessen, denn ein Stab sieht schon stylischer aus. Ein Stab, der sagt einfach mehr Mage, der sagt einfach mehr Magier, Zauberer, ja. Passt einfach ein bisschen mehr in diese Fantasy-Mage-Klasse. Ein Zepter ist meistens ein bisschen kleiner gehalten, ist meistens wie so eine Art gerollte Pizza, die man in der Hand hat und ja. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man lieber einen langen, coolen Mage-Stab oder eine gerollte Pizza in der Hand hat, ja. Und das muss einfach jeder selber entscheiden, ja. So, nochmal zum Thema über Level 100. Also da sagt man so, dass Hexenmeister mehr so diese Stun-Fähigkeiten und Debuffs haben und dass und darüber hinaus die Einzelschadensfähigkeiten und Zaubis haben eher so die Flächenschadenfähigkeiten und glaube ich zumindest. Könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob das so ist oder nicht. Ich meine schon.
Aber ich bin da auch nicht komplett sicher. Ach so, aber ihr habt als Zaubermeister noch eine coole Fähigkeit. Ihr könnt euch in einen Vogel verwandeln und dann so über der Map fliegen. Was durchaus ganz witzig ist. Naja, so. Ich hoffe, euch hat dieses Fiesta Online Video gefallen. Wir sehen uns auch beim nächsten Fiesta Online Video wieder. Alles Gute und ciao.